Moin Moin und hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen De Longhi Airlighter Cappuccino Evo Maschinchen Videolinchen. Heute wollen wir mal die Werkseinstellungen durchgehen. Es gibt Werkseinstellungen für die Getränke, explizit, und es gibt die kompletten Werkseinstellungen für das komplette Gerät. Heute geht's ab, wir ballern das ganze Gerät zurück. Wenn ihr sie zum Beispiel verkaufen wollt, ist es ratsam, dass diese Werkseinstellung durchgeführt wird. Mit der Funktion werden alle Geräte- und Getränkeeinstellungen zurückgesetzt, außer die Sprache. Die wird beim ersten Einschalten dann nämlich ausgewählt. Wir haben die Maschine gebootet, sie ist an und jetzt können wir mit dem Zahnkränzli links oben in die Einstellungen uns begeben. Dort haben wir jetzt eine Auswahl. Nun können wir hier nach rechts und nach links uns bewegen. Wir bewegen uns jetzt nach rechts und gehen dort in die allgemeinen Writer. Um tiefer ins Menü eindringen zu können, drücken wir die OK-Taste. Nun können wir hier nach rechts uns bewegen, bis wir zu dem Menü kommen, Werkseinstellungen. Das ist Reiter Nummer 7. Gehen wir nochmal davon aus, ihr kommt von vorne, also sprich, ihr geht in die Menüstruktur 1 rein, könnt ihr auch einfach nach links gehen und seid bei den Werkseinstellungen. Wenn wir dort angekommen sind, drücken wir die OK-Taste und die Maschine fragt uns noch einmal, bist du dir sicher, dass ihr dieses Gerät zurücksetzen möchtet? Dann solltet ihr nochmal in euch gehen. Ist es okay, die Füllhöhe eurer Getränke, dass ihr die vorprogrammierten Stärkeeinstellungen eurer Getränke und so weiter komplett verlieren wollt. Diese könnt ihr natürlich jederzeit wieder neu einstellen. Ihr wisst ja wie, könnt ihr mein Video gucken. Wenn ihr dem also dann nochmal innegegangen seid, drückt ihr OK. Rücksetzung beendet. Damit ist jetzt diese Maschine hier wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt worden. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel, hört ihr schon? Sie piept jetzt. Wir gehen jetzt mal in Werkseinstellungen Getränke und dann steht da nur alle. Das heißt also, wir haben keine expliziten Einstellungen mehr für die einzelnen Getränke da. Das ist so der erste Indikator schon, dass wir dort wieder auf den Standardwerten zurück sind. Und wenn wir jetzt wieder uns mit Escape zurückbewegen und zum Beispiel die Signalton aktiv sehen, ist es ja auch ein anderer Momentum als vor ein paar Sekunden. Dort hatten wir die besagten Pieptöne noch ausgeschaltet. Also ihr merkt, wir haben alles wieder zurück. Natürlich ist die Info über gegebene Statistiken, ne, natürlich nicht zurückgesetzt. Dort sehen wir immer noch, dass hier 270 Kaffee gesamt bis jetzt gezogen worden sind, fast 700 Milch gesamt und 328 mal Wasser gezogen. Dreimal entkalkt wurde sie bis jetzt. Also diese Werte bleiben dort erhalten. Nochmal ganz kurz, wir gehen zurück mit der Escape-Taste. Wenn ihr das machen wollt, geht auf das Zahnkranz. Danach geht ihr in die allgemeinen Reiter, geht einmal nach links und dann könnt ihr dort die Werkseinstellungen laden, indem ihr OK bestätigt. Zurückgesetzt ist sie, dann auf Escape, Escape und ihr seid wieder im Hauptmenü. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.